Hallo liebe Sportsfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Ausgabe des Weekend Flashback Magazins. Mein Name ist Franzi und wir sind heute bei mir zu Hause, damit wir gemeinsam auf die Highlights des vergangenen Wochenendes schauen können. Los ging's für uns direkt mit einem echten Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir waren beim Turmspringen dabei. Die deutschen Hallenmeisterschaften der A- und B-Jugend wurden in der SSC ausgetragen. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Hallenmeisterschaften dienen zur Qualifikation für das internationale Jugendmeeting in Dresden und den 8-Nationen-Länderkampf in Genf. Berlins große Medaillenhoffnung für die Zukunft heißt Lotti Hubert. Lotti gewann letztes Jahr die Goldmedaille bei der JEM vom 3-Meter-Brett und konnte sich dieses Wochenende auch als deutsche Meisterin im Kunstspringen krönen. Wer gut aufgepasst hat in den vergangenen Flashback-Ausgaben, dem ist sicher aufgefallen, dass ich immer ein paar Übungen für euch parat habe, die ihr ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Letztes Mal ging es richtig zur Sache, wenn ihr euch erinnert, an die Thrusters und Russian Twists. Und heute wird's mega entspannt. Für euch habe ich zwei kleine Übungen für die Hals- und Nackenmuskulatur zum Relaxen. Ganz einfaches Kopfkreisen, allerdings, wichtig, nur im Halbkreis. Das heißt, du atmest einmal ein, hebst deinen Kinn. Atmest aus, lässt es wieder sinken, bis sich der Nacken lang streckt. Und von hier aus rollt ihr den Kopf von einer Schulter über die Mitte zur anderen. Von rechts nach links. Ihr könnt aber ruhig gerne die Augen schließen und das richtig genießen. Macht das ein paar Mal, solange es euch gut tut. Und dann könnt ihr entspannt durch den Alltag gehen. So ihr Lieben, Entspannung ist schön und gut, aber ein bisschen Action kann auch nicht schaden. Die gab es auf jeden Fall bei den Spreefüchsen am vergangenen Samstag, denn es stand ein echtes Topspiel an. Schaut rein. Zu Gast war niemand Geringeres als das Team der Handball-Luchse Buchholz 08 Rosengarten. Lange Zeit war das Spiel sehr ausgeglichen. Doch in der zweiten Hälfte gelang den Gästen ein 12:2 Lauf, der natürlich schon eine Vorentscheidung darstellte. In den Schlussminuten konnten die Spreefüchse noch eine Ergebniskorrektur betreiben. Endstand 23:26. Beim Handball gab es aus Berliner Sicht also leider nichts zu feiern. Anders beim Tischtennis. Bei den norddeutschen Meisterschaften konnten die Damen aus der Hauptstadt so richtig abräumen. Es waren hart umkämpfte Partien. Am Ende hatten die Berlinerinnen aber allen Grund zum Jubeln. So gewannen unter anderem Katrin Mühlbach den Titel der norddeutschen Meisterin und Katja Vierath den Titel der Vizemeisterin. Bevor wir gemeinsam in den Ausblick für die nächste Woche schauen, habe ich für euch noch, wie versprochen, Übung Nummer 2 für euch. Für alle, die lange am Schreibtisch sitzen und ständig hier diesen machen oder übers Trackpad fahren, ist das die ideale Übung. Dazu kommt ihr ganz einfach, wenn ihr eine Matte habt, auf eure Matte, auf die Knie, dreht die Fingerspitzen zu den Knien aus. Achtet dabei darauf, dass ihr die Arme nicht so ganz überstreckt. Dann atmet ihr ein, schiebt das Gewicht so leicht nach vorne in die Handballen und beim Ausatmen Richtung Fingerspitzen. Die meisten von euch werden jetzt schon diese Dehnung spüren. Bei mir ist das auch der Fall. Nach 8 Stunden Büro ist das kein Wunder heute. Und das macht ihr einfach so ein paar Mal, bis ihr so eine kleine Schmerzgrenze fühlt. Da mal kurz halten für so ein paar Atemzüge und dann auch wieder locker lassen. Anschließend so ein bisschen auslockern, die Handgelenke schütteln, gerne auch mal kreisen. Und davon macht ihr einfach noch 2 Runden. Und dann wird es euch schon besser gehen. Probiert's mal aus. Wie versprochen gibt's jetzt den Ausblick auf die nächste Woche. Eins ist sicher, es wird nass. Am kommenden Samstag gibt es direkt das nächste Heimspiel für die Spreefüchse. Dieses Mal zu Gast die Damen der TG Nötingen. Mit dem internationalen Wedding-Pokal des SC Wedding Berlin dürfen wir uns auf einen klassischen Schwimmwettkampf freuen. Ausgetragen wird das Ganze in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg. Und es gibt gleich einen Doppelschlag im Schwimmen. So sind wir ebenfalls bei der Nepolympia 2020 des Köpenicker SV Neptun dabei. Auch hier wird in den gängigen Schwimmdisziplinen gestartet. Sportsfreunde, das war's auch schon wieder von der heutigen Ausgabe des Weekend Flashback Magazins. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, bleibt sportlich!